Hey Leute, was geht? Carnival Freeman zu Games und Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Selbstverständlich, es geht mal wieder um ein Haus. Ja, wie sonst auch bei uns. Wir wollen heute mal ein 10x10 Haus bauen, aber das muss ich nochmal genauer erklären mit einem neuen Mod. Und zwar 10 hier in der Länge oder Breite und hier auch. Also 10x10 Haus. Ja, das sind 100 Quadratmeter. Hier nach oben haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Ne? Damit ihr das versteht. So, und wir werden heute den How About That Furniture Mod spielen. Das ist der, übersetzt heißt es glaube ich, was ist denn mit der Inneneinrichtung mit den Möbeln, sowas halt. Der Mod ist auch unten verlinkt. Ne? Und hier könnt ihr sehen, das ist ja so eine Dekokraft-Alternative mit nicht allzu vielen Sachen, aber alles wirklich tatsächlich in einem richtigen Minecraft-Look. Ne? Also auch hier die Tische und so, kennen wir alles. Und wir möchten heute mal ein 10x10 Minecraft-Haus bauen. So, dafür brauchen wir jetzt erstmal hier drumherum, wenn wir hier so in Weiß bauen. Ne? Das wird ein Stadthaus. Nennt es Stadthaus. Ein kleines Stadtdomizil. Ne? Ihr wisst natürlich, wir bauen unglaublich gerne Häuser. Und ja, Nina ist ja da. Das heißt, in den nächsten Tagen erwarten euch natürlich mal wieder Build Battles. Selbstverständlich. Ne? Und habt ihr schon das Video gesehen, wo Nina auf den Any Dimensions Mod reagiert? Ne, wo sie in die verschiedenen Dimensionen eintritt? So. Ne, und heute wird es auch nicht so lange bauen, das Haus zu bauen, weil es ist halt ein 10x10 Haus. Was ihr auch gerne so nachbauen könnt. Ne, auch gerne ohne den Mod. Ne? So. Ne, ihr seht schon, die Wände stehen gleich. Auch der Boden ist neu. Ne? Also das könnt ihr hier eigentlich sehen. Das ist nicht ganz normal, sondern auch aus dem Mod. Wie gesagt, ist unten verlinkt. So, okay. Also, ich kümmere mich jetzt erstmal um das hier draußen. Ich brauche natürlich auch Fenster. So, die kommen. Ich glaube, hier gibt es keine Fenster. Nein. Deswegen machen wir das ganz klassisch mit Glasscheiben. So, also, hier kommt einmal was hin. Dann würde ich sagen, packen wir hier auch noch was rein. So. Und dann hier auch noch. Ja, so. Dann würde ich sagen, hier auch noch. Das wären die Fenster. Also es wird ein ganz, ganz klassisches Haus. So, hier in die Ecke vielleicht nicht. Dafür da wieder. So. Und dann haben wir hier auch noch was. Wie haben wir das hier gemacht? Hier haben wir es 1, 2 dazwischen gelassen. Dann machen wir das doch hier auch. 1, 2. So, okay. Das ist das. So, das Coole jetzt hier ist, wir können uns einen eigenen Steinweg hier machen. Mit einem Steinpfad, besser gesagt. So, ich möchte hier drunter aber nochmal sowas hier. Das wird gleich nochmal ganz wichtig. Da möchte ich meinen Steinpfad drauf haben. So, hier kommt jetzt nochmal drauf. Ne? Also hier haben wir so einen schönen Steinpfad. Ich möchte es auch ein bisschen anders halten. Und zwar gibt es jetzt hier, ne, gibt es auch irgendwie so Gebüsche, habe ich das Gefühl. Die sind aber ein bisschen anders. Wenn wir mal gucken, wie die aussehen. Die sind so ein bisschen wie Zaun, glaube ich. Ja, und das würde ich ganz gerne haben bei mir. So. Ah, nee, 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 nee. Ich meine, es gibt einen. Och, Mensch. Es gibt einen Zaun. Den würde ich ganz gerne eigentlich eher haben. Der kommt dann ab. Der kommt dann ab hier. Also, Zaun haben wir hier auch. Wie gesagt, gleich zeige ich euch nochmal alles, was wir haben. Aber wir haben hier einen Lottenzaun. So. Hier können wir dann auch schön hier. Hier so lang. So, so. Also es wird ein ganz, ganz klassisches Haus, Leute. So. Hier drumherum um das Haus. Jetzt mal erstmal noch ohne Garten. So. Es wird auch schon dunkel hier. Wieder hell. So.
Dann können wir hier drumherum ein bisschen was machen. Wir haben auch hier irgendwie. Ist das hier die Tür? Das ist irgendwas anderes. So, deswegen können wir da vorne, das lasse ich jetzt erstmal, glaube ich, frei. Aber ich würde ganz gerne vorne was machen. Also hier soll dann so. Ja, perfekt. Ja, das gefällt mir sehr gut. Da hätten wir hier was. So, eine Tür haben wir hier, glaube ich, nicht dabei. Aber wir haben einen Lichtschalter und ich meine auch eine Türklingel, die wir hier selbstverständlich auch einbauen werden. So, da kommt die Türklingel rein. So, das kann erstmal alles wieder weg. Wir brauchen selbstverständlich auch Lichtschalter. So, hier und dann vielleicht hier auch. Und da vielleicht mal gucken. Tür brauchen wir auch. Da kommt so eine Standardtür rein, würde ich sagen. Ja, so, dann brauchen wir noch ein Schild, weil ich ganz gerne hier bei den Kahns. Ja, das ist bei mir hier zu Hause. Und jetzt gehen wir mal an die Inneneinrichtung. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier so tolle Stühle. Wir haben auch ein Sofa. Wir haben Holz. Jalousien, sehr schön. Ja, das kommt auch alles davor. Lassen wir das hier dann frei. Hier vielleicht auch so. Ne? Das gefällt mir ganz gut. Wie machen wir dann weiter? Wir können eine Küche hier machen. Kommt hier in die Ecke. Und dann geht es hier mit weiter. So. Müssen wir gleich gucken mit dem Dach, wie es aussieht. Es gibt ja auch was für. Also, das ist ganz, ganz klassisch, Leute. Ein Kühlschrank, der darf natürlich auch nicht fehlen, der kommt hier hin. Ja. So, das kommt auch gleich. Was haben wir noch so an Standard? Also das ist ein ganz, ganz Standard, ganz, ganz standardmäßiges Haus. So, nehmen wir mal diese Stühle plus diesen Tisch. Das ist weg. Kommt hier sozusagen Tisch hin. So. Das können wir vielleicht auch noch frei machen. Da können wir vielleicht dann Birkenkaffeetisch. Der kommt dann vielleicht hier irgendwo hin. Oder hier in die Ecke. Dann haben wir dann hier so ein paar Hocker noch. Also wirklich alles, was man will. Ein wirklich standardmäßiges Minecraft-Haus. Dann haben wir hier natürlich auch ein Sofa. Das darf auch nicht fehlen. Und ich glaube, das können wir auch ein bisschen größer machen. Also wenn wir dann jetzt, weil wenn ich jetzt hier daran denke, das kann eigentlich in diese Ecke gleich. Das eh hier so ein bisschen lang. Also hier, so. Und dann hier noch irgendwie. Ja. Hier. So, Kaffeetisch hier vor. So, dann packen wir das hier hin. Na, also wirklich ein Standardding hier. Und dann brauchen wir noch ein Bett. Das kommt hier selbstverständlich auch noch rein. Packen. Und dann auch wieder ein Bücherregal. Ne? Also das ist eher ein bisschen standardmäßig, dieser Mod hier. Und nichts allzu Besonderes. Jetzt machen wir hier noch das Dach. Ne? Und mal gucken, wie es mit den Lichtern hier noch aussieht. Also ein standardmäßiges 10x10 Haus. Also breite Länge, aber nicht Höhe. Ne? Sondern 100 Quadratmeter. So.
Also sieht sehr, sehr standardmäßig aus. Eine kleine 10x10 Haus hier bei Minecraft mit Inneneinrichtung. So, okay. Also, wir können es hier nochmal sehen. Ne? Hier kommen wir rein. Wirklich sehr, sehr standardmäßig. Nichts allzu Besonderes. Aber ich wollte mich jetzt nochmal um die Lichter hier kümmern. So, das war das hier. Und dann haben wir hier noch so irgendwie... Ja, nicht nur einen Schalter an. Oder? Naja. Das kommt dann hier hin. Hier vielleicht. Hier in die Ecke. So. Leute, das ist es mit dem How About the Furniture Mod. That Furniture Mode. Mod. Na, den Link, wie gesagt, für den Mod packe ich euch in die Infobox. Na, und hier können wir ein wirklich standardmäßiges Haus in Minecraft bauen. Wir haben jetzt ein 10x10 Haus hier gebaut mit Zaun und so. Also ich würde hier gerne wohnen. Ich hätte damit kein Problem. Ja, könnte vielleicht auf die Dauer ein bisschen klein sein. Aber wir haben hier ein 10x10 Haus, ne, in Minecraft. Gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut. Vielleicht können wir... Mache ich das noch als letztes? Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie euch dieses Haus hier gefällt. Ne? Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Leute, gar kein Problem. Lasst so ein Abo da. Ne? So. Machen wir es so. Finde ich doch gar nicht so schlecht. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Leute, gar kein Problem. Lasst so ein Abo da. Und dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal, Leute. Ciao!